Werden wir es dann, meine Damen und Herren, auch diese Rede, die für 12 Uhr geplant ist, zeigen. Jetzt gehen wir live rüber nach Berlin zu Herrn Ruckwied. Ich hoffe, Sie hören was, meine Damen und Herren. So, Sie kriegen einen Eindruck, meine Damen und Herren, wenn der Ton laut genug für Sie ist, dass es relativ laut ist. Wir hören da mal rein, mal sehen, ob wir das Ihnen rüberbringen können. Also, meine Damen und Herren, wir haben keinen Einfluss auf das Bild, das wir Ihnen hier zeigen, nur dass Sie sich nicht wundern. Aber wir haben aus Berlin schon gehört, es sollen hunderte Traktoren schon dort sein. Es waren etwa 3000 Menschen angemeldet zu dieser Demo. Das ist schon beeindruckend, da es ja doch relativ kurzfristig dieser Aufruf kam, Ende letzter Woche von der Agrarindustrie und dem Deutschen Bauernverband, für den dann Joachim Ruckwied als Präsident des Deutschen Bauernverbandes hier dann gleich reden wird. Nochmal das, was ich Ihnen eben schon angedeutet habe, also abgesehen davon, dass die Subventionen fallen sollen für den Agrardiesel, also für die land- und forstwirtschaftlichen Maschinen, soll ja auch die Kfz-Steuer fallen. Und Cem Özdemir, der Bundesagrarminister, hat sich ja schon dagegen ausgesprochen, so beides auf einmal zu machen. Wir hören mal rein, wie vor Ort die Stimmungslage und die Meinungslage der Beteiligten ist. Ja, also ich bin jetzt hier, weil ich derzeit im dritten Ausbildungsjahr bin und für mich durch diese ganze grüne Ideologie einfach keine Chance mehr besteht, irgendwie zu handeln. Wir versuchen ja alles Bestmögliche. Ich habe keinen elterlichen Betrieb und deswegen muss ich mir meine Arbeit suchen. Und wenn die Arbeitsplätze wegfallen, dann sind ganz viele junge Auszubildende einfach ohne Betrieb. Und wir wollen diese Landwirtschaft weiterführen, weil ohne Landwirtschaft gibt es kein Essen, gibt es einfach uns alle nicht. Und ich glaube, das verstehen die Gewerke heutzutage auch alle. Also ohne uns wird es nichts mehr. Und es gibt so viele Leute, die brauchen einfach diesen Job und wir brauchen alle unser Essen. Ohne uns geht's einfach nicht. Ja, es ist jetzt der Tropfen. An Sie alle, herzlich willkommen hier in Berlin. Herzlich willkommen zur Demonstration. Scheiße, wirklich? Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, Sie sind hier vor Weihnachten aus der ganzen Republik angereist. Vorlaufzeit 3 Tage. Tausende Bäuerinnen und Bauern, tausende Menschen, die unsere Interessen unterstützen, mehrere tausend Traktoren, das ist eine Ansage an die Berliner Regierung, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Es reicht! Die Demonstration ist vom Deutschen Bauernverband organisiert bzw. dazu eingeladen worden. Wir werden aber zahlreich unterstützt, insbesondere von LSV, die hier sehr stark vertreten sind. Herzlich willkommen! Aber auch Freie Bauern, ABL, sämtliche etablierten Organisationen aus der Land- und Forstwirtschaft, Gemüsebau, Weinbau, die Tierhalter, alle sind sie hier in Berlin, um eins zu sagen, es ist Schluss, es reicht, zu viel ist zu viel. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und nicht zuletzt Finanzminister Lindner wollen uns zusätzlich
wollen uns Bauern die Landwirtschaft zusätzlich mit 1 Milliarde Euro per annum pro Jahr mit höheren Steuern belasten. Das ist eine Kampfansage. Und diese Kampfansage nehmen wir an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung. Und wir sind nicht nur hier in Berlin. Wir sind auch heute schon vor Ort mit vielen Traktoren. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge, und ich meine den Vorschlag zur Besteuerung unserer Fahrzeuge und den Vorschlag zum Agrardiesel, nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen heißen, einen sehr heißen Januar geben wird. Wir sind schon belastet mit mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Abgaben bzw. Kürzungen. Ich nenne die Kürzung zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft über 70 Millionen Euro, die Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz annähernd 300 Millionen Euro. Das ist schon eine massive, nicht hinnehmbare Belastung. Aber das, was jetzt vorgeschlagen ist, das schlägt dem Fass den Boden aus. Jawohl. Das Ganze steht unter dem Stichwort Haushaltskonsolidierung. Wir müssen sparen. Schauen wir uns mal den Haushalt an. Deutschland hatte noch nie so hohe Steuereinnahmen wie jetzt. Die Steuereinnahmen sprudeln. Das ist kein Einnahmenproblem, das ist ein Ausgabenproblem, liebe Bäuerinnen und Bauern. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck steht dazu, unterstreicht das Ganze noch. Ich kann ihm nur einen Rat geben, der Außenministerin Annalena Baerbock zu empfehlen, dass sie nicht weiterhin deutsches Steuergeld in anderen Ländern verschenkt. Diese Politik in der Form muss ein Ende haben. Das Steuergeld muss vorrangig dafür verwendet werden, dass Deutschland eine Zukunft hat, dass die Menschen, die die Steuerlast erbringen und deren Kinder und Enkel eine Zukunft haben, damit wir Bauern, die Bauernfamilien eine Zukunft haben. Das, die Demonstration hat es fast zum Überlaufen gebracht. Vieles ist der Landwirtschaft in der Vergangenheit zugemutet worden, auch vor der jetzigen Legislatur, beispielsweise Pflanzenschutzverordnung etc. Aber das ist jetzt zu viel. Und ich sage an dieser Stelle, wir nehmen das nicht mehr hin. Wir nehmen den Kampf an. Und ich bin mir sicher, andere Berufsgruppen werden zu uns aufschließen. Das Transportgewerbe. Ja.
die Gastronomie und viele andere auch. Wir brauchen eine anders ausgerichtete Regierungspolitik. Wenn das nicht kommt, das sage ich so deutlich, dann brauchen wir einen Regierungswechsel. Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, liebe Bäuerinnen und Bauern, wir sind alle sehr gut erzogen. Wir wissen, was sich gehört. Und deshalb, Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Respekt, dass Sie heute hier sind. Respekt, dass Sie sich den Bauern und Bäuerinnen stellen. Respekt. Und ich weiß auch, dass Sie von Anfang an, was den Agrardiesel und die Streichung anbelangt, gewarnt haben. Aber eines muss ich in der Deutlichkeit sagen. Wir erwarten von einem Bundeslandwirtschaftsminister, dass er sich mit ganzer Kraft, mit Herzblut für die er Verantwortung trägt, nämlich für die Bauernfamilien, für den ländlichen Raum einsetzt. Und das erwarten wir auch von Ihnen. Und im Notfall erwarten wir auch, dass Sie Ihr Amt zur Disposition stellen, wenn die Regierung, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister und die Regierung nicht und der Finanzminister nicht zuhört. Sie müssen Druck machen. Da setzen wir jetzt auf Sie. Und liebe Bäuerinnen und Bauern, ich habe am Bundeslandwirtschaftsminister eine Zusage gemacht, nämlich die, und dafür stehe ich und bürge ich, dass wir ihn anständig behandeln, dass wir Herrn Özdemir zuhören. Das erwarte ich auch von Ihnen. Er wird am Ende sprechen. Und Bundesfinanzminister Lindner, den haben wir natürlich auch eingeladen. Er hat wegen Kurzfristigkeit abgesagt. Sie werden sich sicherlich auch die Frage stellen, ist das ein Argument oder interessiert ihn die Anliegen der Bauernfamilie nicht? Ich glaube, das Letztere ist der Fall. Die FDP ist angetreten als Partei, die zugesichert hat, dass es keine Steuererhöhungen geben wird. Und was ist das? Das ist eine Steuererhöhung, das ist Wortbruch, das kann man nicht anders benennen. Das Ganze wird ja mit dem Thema Erreichung der Klimaziele begründet. Ja, der Klimawandel, der treibt uns um, der betrifft uns Bauern und Bäuerinnen. Wir arbeiten schon lange dagegen an. Und im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, zu anderen Wirtschaftszweigen, halten wir die Klimaziele nicht nur ein. Wir sind besser wie das, was die Regierung von uns erwartet bei der Reduktion. Und ich frage mich, ist das der Dank dafür, dass wir so gut sind? Zu viel ist zu viel. Es reicht. Warum reicht es?
Es reicht auch deshalb, weil wir in den letzten Jahren enorme zusätzliche Belastungen hinnehmen mussten. Beispielsweise bei der gemeinsamen Agrarpolitik, die administrativ weder auf unseren Höfen noch in den Amtsstuben umzusetzen ist, die mit praktikabler Landwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Beispielsweise diese Klötzvorgaben bei uns im Betrieb heißen die Murks 1 bis Murks 8, weil sie schlichtweg Murks sind. Das muss verändert werden. Und wir wissen es alle. Wir waren die Ersten, die ein Signal gegeben haben zu Öko-Regelungen. Wir haben gesagt, wir gehen das an. Wir stärken die Biodiversität und wir sind auch die Einzigen, die das auf der Fläche machen können. Wir haben die meisten Blühstreifen weltweit. Wir haben hier den höchsten Anteil an Mulch- und Direktsaatverfahren. Wir haben der Politik das Signal gegeben. Und was hat sie uns geliefert? Angebote, die wir nicht umsetzen können. 400 Millionen Euro blieben ursprünglich in Brüssel liegen, weil das nichts mit Praxis zu tun hat, was man uns angeboten hat. Auch das muss man nachbessern. Und wir waren die, die gesagt haben, ja, wir bringen mehr Tierwohl in die Ställe. Wir haben die Hand angeboten. Minister Özdemir hat das Problem, dass er das Geld, das er dafür braucht, nicht bekommt, dass das gesperrt wird. So kann Tierwohl nicht funktionieren. Wer einen Porsche will, der kann finanziell keinen Skoda liefern. Auch hier brauchen wir zukünftig eine entsprechende Unterstützung. Und die Tierhalter, die kämpfen eh ums Überleben. 6,7 Millionen an Schweinebestand haben wir in 10 Jahren abgebaut. 9,2 Millionen haben unsere spanischen Kollegen aufgebaut. Die Milchviehhaltung ist stark rückläufig. Aber was wirklich in der Seele schmerzt, was mich als Landwirt schmerzt, ist, dass wir nach wie vor keine Lösung haben beim Thema Weidehaltung und Wolf. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Oh. 4000 Risse pro Jahr sind 4000 Risse zu viel. Und wenn wir jetzt nicht die Umkehr machen, Wolfsabschuss freigeben, dann kann man in 10 Jahren Deutschland auch Wolfsland nennen, und das wollen wir nicht. Nicht mit uns. Herdenschutz, Tierschutz hat und muss Vorrang haben. Ich kann mich noch gut erinnern, März 2020, Bundespressekonferenz. Die damalige Bundesregierung war hoch nervös. Man wusste nicht, ob die Versorgung mit Lebensmitteln sichergestellt werden kann. Die Lieferketten sind abgebrochen. Die Versorgung war nie gefährdet. Warum? Weshalb? Weil alle in der Kette und an erster Stelle wir als Bauern und Bäuerinnen 24/7 gearbeitet haben und unsere Bevölkerung mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln versorgt haben. Hat man das schon vergessen? Bei diesem Vorschlag kann man nur zu der Erkenntnis kommen, dass die Bundesregierung kein Interesse hat an einer Versorgung, an einer sicheren Versorgung auf der Basis heimischer Lebensmittelproduktion. Dass sie kein Interesse hat an der Zukunft und der Zukunftssicherung unserer Betriebe. Denn wenn sie es hätte, würde sie uns nicht
damit konfrontieren, dass man uns mit 1 Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr belasten will. Das ist zu viel. Es reicht. Wir brauchen eine Neuausrichtung der Politik. Eine Politik, die sich wieder den Menschen, die hier in Deutschland leben, arbeiten, sich tagtäglich für unser Gemeinwohl einsetzen, dass sie sich diesen wieder zuwendet, dass sie sich diesen Menschen wieder Perspektiven aufzeigt. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, es geht um die Zukunft unserer Enkel, es geht schlichtweg um die Zukunft unseres Deutschlands. Und da muss wieder der Fokus drauf. Ich bin überzeugter Europäer. Das sage ich auch an dieser Stelle. Europa, die Europäische Union, ist eine Friedensgemeinschaft. Die brauchen wir, die ist wichtig, nicht nur für das friedliche Zusammenleben. Die ist wichtig, dass wir auch wirtschaftlich im gemeinsamen Europa eine Perspektive haben. Die ist wichtig, globalpolitisch. Muss Europa auch zukünftig eine starke Stimme haben. Aber Europa hat nur dann Zukunft, wenn der ländliche Raum, der stellt 70% von Europa dar, eine Zukunft hat. Und deshalb ist jede Regierung, ob in Brüssel, die Europäische Kommission, die regiert ja Gott sei Dank nicht richtig, aber nicht wirklich, aber auch die Bundesregierung, den ländlichen Raum und die Bauernfamilien, die das Rückgrat sind, stärken. Nur dann hat Deutschland, nur dann hat ein starkes Europa, zu dem ich stehe, eine Chance. Liebe Bäuerinnen und Bauern, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind heute hier, weil das eine Kampfansage der Regierung war. 1 Milliarde Steuererhöhung pro Jahr. Es reicht, es ist zu viel. Wir sind aber auch hier, weil wir in den letzten Jahren vieles erdulden mussten, was schlichtweg nicht hinnehmbar war. Wir sind aber auch deshalb hier, um natürlich nach vorne zu blicken. Worum geht es im Kern? Nach mir wird die Landjugendvorsitzende, der ist ja Schmidt, sprechen. Es geht darum, der jungen Generation, die hochmotiviert ist, die top ausgebildet sind, diesen eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Und dafür braucht es eine verlässliche Politik. Dafür braucht es auch Wertschätzung unserer Arbeit. Dafür braucht es aber auch Wertschöpfung, damit die Betriebe in die Zukunft investieren können. Da muss vieles gemacht werden. Angebote statt Verboten. Lockerungen bei Auflagen anstelle weiterer Eingrenzung. Verlässlichkeit. Es war nicht unser Thema, aber wer ein E-Auto gekauft hat und jetzt nicht angemeldet hat, der guckt in die Röhre. So kann man doch keine Politik machen. Liebe Bäuerinnen und Bauern, ich hätte noch viele Punkte auf der Agenda, aber sind noch weitere Rednerinnen und Redner da. Ich werde am Schluss noch mal was sagen und mich bedanken dafür, dass Sie gekommen sind. Aber ich will jetzt schon eine Botschaft setzen, lieber Herr Minister Özdemir.
Und alle, die Verantwortung tragen, hören Sie mir gut zu. Das ist keine Androhung, das ist kein Wink mit dem Fähnchen. Das ist eine klare Ansage. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin! So, meine Damen und Herren, das war der Bauernpräsident Ruckwied. Klar, aus seiner Sicht ein klarer, ich weiß nicht, ob man das noch Appell nennen kann, oder ein Hinweis, oder war es dann doch eine Drohung, auch wenn er gesagt hat, es sei keine. Wenn diese beiden Subventionen, die gestrichen werden sollen, nämlich die Unterstützung des Diesels und die Kfz-Steuerbegünstigung, der Wegfall davon, wenn das nicht jetzt also doch wieder rückgängig gemacht würde, dann käme man wieder, wie es dieses Land noch nie an Protesten der Bauern erlebt hat. Das ist ein ordentlicher Druck. Ich glaube, wir alle sollten nicht vergessen, dass natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu geführt hat, dass diese Regierung ihren Haushalt, so wie sie ihn vorher aufgestellt haben, nicht mehr halten konnte, deshalb jetzt Milliarden einsparen muss. Irgendwo müssen die dann gespart werden. Um 12 Uhr sind wir wieder da, denn für diese Uhrzeit hat sich der Bundeslandwirtschaftsminister, den Sie die ganze Zeit im Hintergrund ja schon gesehen